Zack, da sind wir wieder. Und wir haben eine kleine Frucht. Für unseren kleinen Drachen. Was ist denn hier passiert? Was soll denn das? Ah ne, wir haben ja jetzt die Frucht. Die muss ja den Baum nicht pflanzen. Ups. Okay. Kumpel, ich hab was, worauf du dich freuen wirst. Sieh an, Mike. Was führt dich zu mir? Das solltest du doch wissen. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Also, das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Hier, take this! Oh, no. Oh, hu! Was zum? Oh, das tut gut. Mein ganzer Körper pulsiert. Eine neue Kraft durchströmt mich. Hat ja gut geklappt. Selbst Jahrtausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verändert, Mike. Als Dank werde ich dir eine Stimme des Heldenlieds vorsingen. Also sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Die Stimme des Helden, die es erlernt. Damit haben wir jetzt alle, bis auf die von Narisha, aber die bekommen wir ja direkt einfach so. Juhu! Moment. Krieg bestimmt selber hin. Ah. Juhu! Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Mike. Ich werde dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Was? Wenn ich wiederkomme? Sehr gut, Gebieter. Du hast in 3 Stimmen des Heldenlieds erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu erhalten, besuche nun den großen Himmelsgeist Narisha. Ja, aber er möchte uns noch was geben, wenn wir den Ort verlassen und wieder zurückkommen. Deshalb... Ne, machen wir genau das. Ja, Kumpel? Okay. Gut. Zack. Ah! Was? Komische Loading Zone. Hat aber geklappt. So, oder habe ich das falsch verstanden? Soll ich irgendwann viel später wieder zurückkommen? Ich weiß es gerade nicht. Ich rede mal mit ihm. Du kannst es wohl nicht erwarten, Mike. Warum sind so ungeduldig? Aber gut, dann fangen wir halt jetzt schon an. Andererseits, du als auserwählter Held hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, sollte man meinen. Spielchen? Was hat er vor? Minigame? Deshalb machen wir keine halben Sachen. Willst du dich den Gefahren, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung lernt man, so heißt es doch. Charme würde dir ein wenig Übung bestimmt nicht. Also, was sagst du, Mike? Willst du es versuchen? Wollt das nicht? Wir wollten das Spaß. Mit dir was soll. Falls du deine Meinung geändert hast, schau wieder vorbei. Ich glaube, der will, dass ich nochmal die ganze Lorenfahrt hier durch dieses Gebiet mache. Krieg ich dann ein Herzteil dafür? Dann speichere ich aber erstmal ab. Aber das habe ich noch nicht abgespeichert. Let's go. Wahrscheinlich ist es schon eine neue Folge. Also, willkommen zurück. Ja, wir können es theoretisch mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich denke aber, es hat irgendwas mit... Es hat irgendwas mit der Lore zu tun. Ich muss halt lachen. Ich werde es euch jetzt sagen, warum ich lache, aber... Es ist cringy. Ich musste gerade bei seinen Ärmeln, dieses Symbol, musste ich gerade an den Fidget Spinner denken, weil die gleiche Form... Ach, müssen wir nicht drüber reden. Ist egal, war nicht lustig. Gerne! Hoho, die Antwort eines wahren Helden. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. So geschatte mir den... Mir denn einen Blick auf vergangenes Erlebnis... Was? So geschatte mir denn einen Blick auf vergangene Erlebnisse zu werfen. Ach so. Ja. Oh, oh, oh,
Hohoho, ich sehe das. Viel erlebt auf deiner Reise. Hast Kämpfe gegen bösartige Monster ausgefochten. Und deine Ausflüge nach Seiren waren auch nicht ohne. Ich habe meine Wahl getroffen. Du kannst dich in zwei Disziplinen üben. In welcher möchtest du dich versuchen? Triff deine Wahl. Was? Kampf? Oder Seiren? Oh nein. Das heißt, ich muss die beiden Missionen von den anderen beiden Drachen nochmal machen? Seiren? Hehe. Was? Muss ich das wirklich machen? Willst du also noch Seiren? Es freut mich, dass du immer neue Herausforderungen suchst. Diese Seiren sind Nachbildungen der Prüfungen, die du bereits absolviert hast. Ich werde sie eigens für dich erstellen. Um das Ganze spannender zu gestalten, werde ich eine Zeit nehmen. Bist du flink, erhältst einen tollen Preis. Aber Vorsicht, wirst du von einem Hüter geschnappt, endet die Prüfung für dich. Du wirst hierher zurückkehren und einige deiner Herzen werden sich geleert haben. Nun, was denkst du? Willst du wagen? Okay. Genau das wollte ich hören von dir, tapferer Krieger. Wähle eine Seire. What? What? Was bedeutet das jetzt? Ist das, muss ich alles machen? Okay, schließ meine Augen. Ach, das ist damit gemeint. Ach so. Oh nein. Oh, ich hasse das. Stopp. Ich möchte eine andere machen. Ich darf nicht stoppen. Okay. Schade. Besser halt eine Stunde. Aha. Oh, nee, das möchte ich wirklich nicht machen. Kann ich aufhören? Kann ich aufgeben hier? Ich möchte lieber das vom Wald machen. Das fand ich besser. Ich respawn einfach. Zählt das mit der Zeit dazu? Nee. Okay. Ja, dann bis gleich, I guess. Okay, nach 5 Minuten habe ich es dann jetzt wieder geschafft. Weiß nicht, ob das schnell war. Krieg ich eine Belohnung? Herzzahl? Muss ich jetzt alles nochmal neu machen? Das wäre kacke. Du bist ein wahrer Held. Du hast deine Prüfung insgesamt, ja, 5 Minuten gebraucht. Eine beeindruckende Zeit. Hier ist dein Preis. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Knapp über 4 Minuten. Aha, und nochmal 50 Rubine. Okay, das schneide ich aber komplett vor euch. Das ist mega boring. Was würde eigentlich passieren, wenn ich das jetzt wieder ausmache? Okay, der Drache lebt wahrscheinlich noch, aber er ist jetzt weg. Der Drache ist einfach weg. Okay. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was man so alles bekommen kann. Bei den Seiren kriegt man nichts Besonderes. Rubine, vielleicht noch ein paar andere normale Items zum Sammeln. Was ich eigentlich haben möchte, kriege ich nur bei Kampf. Ein Kampf also. Ich mag deinen Enthusiasmus. In diesem Kampf wirst du auf die stärksten Gegner treffen, die du bisher bekämpft hast. Ich werde nun meine Macht dafür nutzen, einige deiner alten Kämpfe zu reproduzieren. Gewinnst du sie, erwartet dich ein Preis. Einer der Preise ist ein unglaublich starker Schild. Aber ziehe nicht sorglos ins Gefecht. Wenn du verlierst, dann war's das. Ohne Blessuren wirst du wohl kaum aus dem Kampf hervorgehen. Bist du dann noch bereit? Ich weiß noch nicht, was es ist, aber klar. So spricht ein wahrer Krieger. Hallo, gut, wollen wir beginnen? Denk an einen Feind, den du im Laufe deines Abenteuers bekämpft hast. Wann genau fand dieser Kampf statt? Was denke ich an einen Feind, den du im Laufe des Abenteuers bekämpft hast? Am Anfang, in der Mitte, später. Worüber redet der? Ich sag einfach mal am Anfang. Ist das hier. Was wird das hier? Muss ich hier Bosswash machen? Am Anfang eines Abenteuers. Hm. Oh ja. Wie gefallen dir diese harten Kerle? Muss ich alle nochmal neu machen? Okay. Wie gingen die nochmal?
Verbannt auf gar keinen Fall. Weiß ich, Moldok hat? Was war das denn nochmal? Skorpion. Ach so, der nervige. Aber es ist äußerst Wichtiges. In den Kämpfen hast du nur Items einsetzen, die du damals bereits besessen hast. Du kannst kein Item aus deiner Abenteuertasche einsetzen. Also ja, es ist ein Boss. Was möchtest du in einer aktuellen Herausforderung in den Kampf ziehen? Ja? Was? Okay. Ich muss in kürzester Zeit diesen Boss nochmal schaffen. Das ist jetzt das Einzige, was ich verstanden habe. Wie geht das nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie der Boss nochmal ging. Okay, ich muss zugeben, das war eine wirklich schlechte Zeit, aber dieser Boss, habe ich gerade gemerkt, ist doch nicht der einfachste von den einfachen. Also auf gar keinen Fall. Habe ich irgendwie gedacht, aus irgendeinem Grund. Ich wusste aber gerade nicht mehr, welcher Name was war und alles. Keine Ahnung. Okay, ich will einfach nur die Zeiten wissen. Ja, war nicht gut, ich weiß. Besiegt hast du, hältst du das hier? Rubine. Sag mal, Mike, was hältst du davon, dich in einem weiteren Kampf zu versuchen? Das soll auch nicht zu deinem Nachteil sein. Je mehr Kämpfe du in Folge gewinnst, desto besser die Preise. Ich habe hier zum Beispiel einen enorm harten Schild. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Du bist dir sicher bewusst, dass dich ein Kampf das Leben kosten kann. Vergiss nicht, dass der Zustand deines Schildes und die Anzahl deiner Herzen für alle weiteren Kämpfe übernommen werden. Das verleiht den Kämpfen einen noch größeren Anspruch, findest du nicht auch? Sag das doch vorher! Wenn du jetzt aufhörst, hältst du von mir 20 Rubine. Hörst nach dem nächsten Kampf auf, gibt es einen gewöhnlichen Schatz. Fortfahren? Obwohl ich fast tot bin? Das wusste ich aber nicht. Bescheidest du mehrere Kämpfe in Folge, wähle ich den Kampf aus, der jetzt nächstes folgen soll. Okay, mehr Spannung, aha. Ich skippe euch das aber. Das ist boring. Der erste Girin-Kampf war um einiges einfacher als der andere. Das war's schon? Bin ich so stark? Scheinbar. Ja. Okay. Rubine? Hörst du, nach dem nächsten Kampf auf gibt's 100. Wir machen so lange, bis wir was Besseres bekommen. Würde ich sagen. Oh nein, aber es ist der erste. Der erste war noch okay. Alter, wie stark ich bin. Seht ihr das? Wie stark ich bin. Und wie langsam der damals war. War der wirklich so einfach? Okay, die Spinne, muss ich auch sagen, war eine einfachere Version von der richtigen Spinne. Das gebe ich zu. Trotzdem war die Spinne richtig nervig. Gerade. Wow, ist das einfach! Okay. Let's go! Ja, wie lange stirbt der bitte noch? Reicht jetzt! Muss ich nach unten rennen, das versiegeln? Eieiei. Ja, darf ich jetzt bei jedem einzelnen Boss anscheinend nochmal sehen. Toll, habe ich total Lust drauf. Ah, es ist vorbei, toll. Gut gemacht. 50 Rubine. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt es ein Herzteil. Let's go. Du musst noch 6 Mal erfolgreich kämpfen, um alle Gegner zu besiegen. Aber will ich erstmal das Herzteil haben oder krieg ich das so oder so? Oh, es ist der Boss. Wie ging der nochmal? Bomben? Bombe. Ich glaube, Bombe einfach werfen. Ja, genau, Bomben.
Ich weiß, dass ich den damals auf jeden Fall noch ziemlich schwer fand. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich den sehr schwer fand. Was, ich darf nur einmal angreifen? Ach so! Oh ja, ja, ich hab mich jetzt wieder. Ja. Ich hab mich wieder erinnert, wie man dem ausweicht. Sorry. Aber ich musste nur nach oben. Bei oben waren, glaube ich, noch Krüge. Ja, oh, aber besser! Paradies ist hier oben. Aber wahrscheinlich habe ich keine Zeit dafür, oder? Auf gar keinen Fall. Wieso? Das machte gerade keinen Sinn. Der Boss ist aber auch nervig, ne? Okay. Ich hätte ihn früher bekommen können, aber... Naja. Egal. Aber man merkt, wie schnell die jetzt down gehen, wie stark wir geworden sind. Das ist ein echt großer Unterschied. Oh yeah, das war eine coole Animation bei dem. Aber nur bei dem. Okay. Und jetzt? Herzzahl? Nee. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir ein Herzteil. Ich werde es bereuen, aber ich beende. So. Wir haben ein Herzteil! Wenn dir der Sinn nach weiterem Kampf steht, schau ruhig wieder vorbei. Okay, ich glaube, ich muss jetzt wirklich einen Bosswash machen, wo ich nochmal jeden einzelnen Kampf mache. Also jeden Kampf. Von daher speichere ich jetzt ab und mache genau das. Eine Stunde später. Oh. Ja, das war's. Falls ihr euch fragt, warum ich mit Joy-Con spiele, warum ich nur noch ein halbes Herz habe, ich würde das gerne erklären. Problem ist nur, meine Aufnahme ist corrupted. Ich habe Controller gespielt, habe richtig gefailt, vor allem beim zweitgierigen Kampf, der kam so früh bei mir in meinem Boss war schon. Ich glaube übrigens nicht, dass ich das jetzt schaffen werde, ich werde es auch trotzdem sagen. Ich habe also, weil mein Controller, ich habe die ganze Zeit an meinem Controller. Der hängt ja gerade am Ladekabel, weil ich dachte, vielleicht hat er einfach nur keine Battery mehr. Ich drücke hier die ganze Zeit drauf, zack, 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 zack. Er wollte nichts machen. Ich kann Kamera drehen, ganz normal. Aber ich konnte nicht schwingen oder schlagen hiermit. Das hat nicht funktioniert auf einmal. Auf einmal, nur bei diesem Kampf auf einmal. So, dann lege ich meinen Controller auf meinen PC drauf. Ja, auf meinen PC. Auf einmal geht mein PC aus. Bei mir bei OBS ist das so, ich habe höhere Videoqualität. Dafür sind Videos sofort gelöscht oder allgemein corrupted. Wenn irgendwas passieren sollte, wenn OBS crasht oder auf einmal der PC ausgeht. Und, ja. Jetzt wisst ihr, was passiert ist, warum die Aufnahme weg ist, warum ich euch nichts mehr zeigen konnte von meinem Rage. Ich hab sehr viel geraged. Ich werde trotzdem erstmal noch weiterspielen mit Joy-Cons. So. Das hat nur so lange gedauert, weil, ich sehr viel geraged habe wegen dem Controller. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf? Das heißt, das ist der letzte Kampf. Haha, super. Letzter oder vorletzter Kampf. Es ist der erste Girem. Okay, das ist super, das ist super. Weil der erste Girem hatte überall Vasen mit Herzen. Das heißt, ich könnte es vielleicht doch noch schaffen.
Stimmt, ich habe viele der letzteren Bässe bekommen. Ja, ich glaube, ab hier zeige ich jetzt auch ein bisschen mehr. Actually, ich versuche nochmal mit Controller. Ja, das geht schon mal. Ich weiß nicht, was dahin voll los war. Ich weiß es wirklich nicht, aber... Scheinbar geht da jetzt wieder alles, oder? Oder wie ging der Kampf nochmal? Das ist aber der erste Kampf. Der zweite war so extrem schwierig. Ich habe wieder alles vergessen gehabt und muss alles nochmal neu lernen. Aber ich habe herausgefunden, dass man immer erstmal die roten Dinge angreifen muss bei der ersten Phase von dem neuen und zweiten Kampf. Ja, wie ging das nochmal? Ja, jetzt habe ich nochmal getroffen. Man muss so ein bisschen Abstand halten mit dem Laser. Ja, seht ihr, was ich meine? Jetzt sieht man, glaube ich, mein Problem mit meinem Controller gerade. Der kann keine Schwingung richtig machen. Aus irgendeinem Grund. Okay. Ich spiele persönlich lieber mit Controller. Aber wenn mein Controller jetzt langsam so broken wird, weil ich da so viele heftige Spiele mitgespielt habe, keine Ahnung. Dann ist halt die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. Und warum dauert das jetzt hier so lange? Der Kampf ist eigentlich schwer. Ja, geht doch. Ja, wow, zwei Treffer. Warum? Hä, wie gehe ich dem... Seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott. Ich werde die ganze Zeit vom Spiel... Ich weiß nicht, ob es das Spiel ist, was mich veräppelt. Oder ob es mein Controller ist, der einfach gerade nicht funktionieren will. Aber habe ich jetzt nicht eigentlich geschafft? Er meinte doch. Du hast deinen eigenen Rekord nicht brechen können. Schick mir nächstes Mal an. Wenn du jetzt aufhörst, kriegst du ein Schild. Nee, gib mir den Schild. Beenden. Oh mein Gott, ich bin durch. Oh, das war so eine Qual. Ey, das heilige Schild. Er enthält die Macht des Helden. Nichts und niemand kann ihn zerstören. Das ist das heilige Legendenschild. Das heilige Schild. Und meine Tasche ist voll. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich mag ich mein Legendenschild. Ich finde das vom Style auch viel cooler. Weiß nicht, ob ich das benutzen will. Aber wir haben es jetzt. Wenn dir der Sinn nach einem weiteren Kampf steht, schau ruhig wieder bei mir vorbei. Bis bald. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, jetzt sind wir durch, ne? Wir haben alle drei Stimmen. Ich glaube, als nächstes hole ich Iggy dazu. Und wir machen ein bisschen Quest-Time. Ich versuche eigentlich gerade nach Herzen zu suchen, aber finde natürlich keine. Klar. Ja, Freunde. Das ist kein Spaß. Das war wirklich kein Spaß. Welcher Boss hat denn gefehlt? Ich weiß es nicht. Welcher Boss hat denn gefehlt? Wenn ich nachschaue, weiß ich es bestimmt, aber... Egal. Ich bin so erschöpft, ich habe so viel rumgeschrien, so viel Energie verloren. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr auch die alte Aufnahme gar nicht sehen, die jetzt corrupted ist. Ich glaube, das wollt ihr sowieso nicht sehen. Ich hole Ingi.